Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Little Farmer. Yo. Wir haben jetzt noch einen Lohnauftrag. Wir haben jetzt einen Tag weitergespult. Wir sind jetzt 2. Septembertag. 2. Septembertag sind wir jetzt. Wir machen jetzt noch einen Auftrag fertig. Das ist der letzte Ernteauftrag für dieses Jahr. Und nachher haben wir da in der Getreidemühle ja noch das Gespräch wegen der Biogasanlage. Also bin ich auch mal gespannt, was rauskommt. Er hat gesagt, ich kann heute Morgen jederzeit kommen. Ja, aber ich möchte zuerst den Ernteauftrag fertig machen, dass das erledigt ist. Damit noch ein bisschen Geld ins Haus kommt. Das muss ich aber gerade schauen, ob ich das Schneidwerk angehängt, dass ich da jetzt auch ein Schneidwerk losfahre. Ja, ist angehängt, genau. Dann fahren wir los. Da geht sie los, die wilde Fahrt. Ach, keiner. Und Abfahrt. Ja, das ist gerade beim Händler rein. Ja, und dann ist gerade oben dran das Feld. Das sind, glaube ich, 1,5 Hektar so irgendwas. Also ist jetzt nichts Großes. Ich denke mal, das haben wir ziemlich schnell abgeerntet. Dann haben wir das nämlich auch durch. Das ist für dieses Jahr der letzte Ernteauftrag. Also ich konnte keinen Auftrag mehr einfangen. Das war der letzte Auftrag. Ja, das spielt mir jetzt auch nochmal knapp, glaube 1.200, 1.300 Euro in Kasse. Ja, das passt. Ein bisschen Geld können wir brauchen. Wir werden auch ein bisschen weiterhin auf Lohn gehen. Wenn es nur so 2, 3 Aufträge sind im Jahr, 2, 3 grobe Aufträge. Da denn da Schönes stehe. Ein gebrauchter Mengele, ja geil. Das ist schon super. Ihr wisst ja, wir wollen ja sowieso mit der Zeit auf ein bisschen größer gehen. Ja, das ist natürlich ein gefundenes Fressen, wenn der ein gebrauchter Mengele da stehe hat. Nice, nice, nice. Da war ich gleich mal nachfragen, nachdem wir das abgeerntet haben. Mal schauen, was bei dem Gespräch bei der Biogasanlage rauskommt. Wenn das klappen wird mit der Biogasanlage, dann müssen wir sowieso auf größer gehen. Dann müssen wir schlagkräftiger werden und auch investieren. Weil so werden wir das jetzt stemmen können mit deiner Maschine. Wenn, dann ist der Ladewagen auch viel zu klein, den wir jetzt aktuell gerade haben. Okay, Schneidwerk. Wie rum muss ich da ankoppeln? Und andere Seite. Okay, okay, okay. Kann ich da jetzt nicht einsteigen? Will der mich jetzt verarschen? Machen wir es halt so. Aber das wundert mich, warum ich jetzt nicht einsteigen kann. Problem hatte ich jetzt nie. Mal schauen, ist es beim Fendt auch so? Ja, da kann ich auch nicht einsteigen. Wieso jetzt das? Wisst ihr was? Stopp mal kurz das Spiel und start neu. Das kann sein, dass es an dem liegt, dass es dann nachher wieder funktioniert, wenn ich neu gestartet habe. Jo, Neustart vom Spiel wirkt Wunder. Jetzt funktioniert's, super. Okay, weiter geht's. Mir wolltet das Schneidwerk umdrehen. Ja, ich stelle das am besten da. Das ist jetzt auch wieder da alles so eng. Da ist jetzt wieder der Baum im Weg. Ah doch, wenn ich da... Doch, komm. Das muss hin, das muss hinhauen. Ein bisschen da ausholen, genau. Dass man da am Getreide vorbeikommt. Mann, Mann, Mann. Komm. Das bisschen Getreide. Machen wir jetzt nicht lang. Zicke. Ich glaube besser, wenn ich noch ein bisschen zurück rangiere. Bisschen um den Baum rum. Mal gerade schauen, wie stehen wir denn jetzt? Im Schneidwerk natürlich fast im Getreide drin. Oh Leute, einmal unter Profis, da können wir nur ein ganz kleines Stück vorfahren. Ich muss ja schließlich mit dem Mähdrescher auch an dem Schneidwerk vorbeikommen. Wo haben wir denn da den Grabe? Der ist da. Komm, das steppen wir. Wie steht das jetzt?
Komme ich da am Drescher vorbei? Ja, das müsste reichen. Das müsste reichen, aber komme ich natürlich. Ah, doch, 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 komm. Abhänge, ich lang Faxe mache, probiere. Gucke, dass wir fertig werden. Ich da lang rumzaubere und rumspiele und rummache. Immer Vollgas. Umdrehe. Halt, 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 halt. Nur mit so schnell, nur mit Hudle. Kollege Drescher. Jo, da fahren wir da rum. Ah, heute habe ich irgendwie Bock auf Little Farmer. Die Gräbach ist einfach eine geile Karte. Jo, weg der Biogasanlage. Da bin ich echt mal gespannt, was da dabei rauskommt. Wir werden uns wohl, wenn das klappt mit der Biogasanlage, dann müssen wir uns vergrößern. Da können wir mit 4 Felder haben wir jetzt. Wir haben jetzt ungefähr knapp 1,5 Hektar. Da kommen wir nirgends hin. Wir brauchen dann locker nochmal 3-4 Felder dazu. Wir müssen auch dann ja ständig die Biogasanlage bestücken. Zack. Aussteigen. Ankoppeln. Hallo du, wieso willst du it? Jupp. Zack. Einsteigen. Okay. Gleich ein bisschen zurückfahren, gleich ein bisschen zurück, zurück, zurück. Ja gut, das Schneidwerk steht natürlich jetzt. Na doch, 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 das geht. Alt. Waren wir schon fast hinter in Grabenei. Kommen wir da vorbei? Ja, kommen wir, kommen wir. Jupp. Ich würde sagen, da machen wir gleich da einen Schnitt hoch. Dann haben wir nämlich da mehr Platz zum Wende. Jo. Tempomat. Den setzen wir auf. Wie viel haben wir denn? Komm, den stellen wir, den machen wir mal rein und dann sehen wir, ja, wie schnell wir fahren können. Genau. Jo, dann haben wir nämlich da ein bisschen mehr Platz zum Wende und Drehen, Machen und Tue. Ja. Ja, das sind jetzt, ja, 1,5 Hektar, 1 Hektar, 1,5. Da müssen wir eigentlich, ja, eine halbe Stunde, Stunde, wenn wir auch dran sein. Obwohl, mit dem Drescher sind wir eigentlich ziemlich schlagkräftig. Wir haben die anderen zwei Felder eigentlich ziemlich schnell abgeerntet können. Also, ich muss sagen, das ist eigentlich der ideale Drescher für unseren Betrieb. Ich glaube, da werde ich auch gar nicht auf größer gehen. Vielleicht später mal eine Lexion, ein 550 oder irgendwas. Müssen wir schauen. Aber ich glaube, der Medium, der reicht uns locker für die Feldfläche. Das ist halt viel, was wir da haben. Genau, muss kann man schauen mit dem Hoch. Ja, das ist ein Problem. Ich kann mit dem Joystick das Schneidwerk geht außen einschalten. Ich kann es nur absenken. Und mit B schalte ich es aus. Also das funktioniert leider nicht mit dem Joystick. Aber das Hochklappe oder das Hochklappe vom Schneidwerk, das funktioniert. Okay, dann fahren wir da ein kleines Stück zurück. Jupp. Genau. Drehen wir da um. Sehen wir den Spiegel? Ja, der Spiegel ist jetzt nicht so, ja, nicht so toll gestellt, aber hey. Besser wie gar kein Spiegel. Genau. Da zweimal Vorgewende, dann dreschen wir einmal die lange Bahn nach oben und machen dort auch zweimal Vorgewende. Ja, bei dem kleinen Schlag braucht man jetzt nicht einmal ringsrum dreschen. Da fange ich von der unteren Seite an. Da fahre ich jetzt eh gerade auf die untere Seite vom Feld. Fahre dort die eine lange Spur einmal hoch und mache dort oben auf der anderen Seite auch zweimal das Vorgewende. Okay, dann nehme ich euch jetzt so kurz mit und dann würde ich sagen, setzen wir gerade. Ich glaube, ich brauche euch hier ein komplettes Feld mitnehmen. Genau. Ist aber auch ganz schön Unkraut drin, sehe ich da gerade. Ja, das Feld ist auch besonders befleckt worden.
Ja, müssen wir mal schauen. Also wir müssen unsere Felder dann auch pflegen. Ich möchte auch aus wenig Felder möchte ich eigentlich auch das Maximale an Ertrag rausholen. Beispiel Maishäcksle werde ich immer so machen. Wenn ich weiß, auf welche Fläche Mais kommt, werde ich im Winter oder vor dem Winter, im Herbst, werde ich da Gras anbauen oder Gras ansäen. Werde es im Frühjahr, bevor wir mit dem Maislege anfangen, abernte. Ich weiß jetzt, ist es denn schon 100% reif oder ist es nur in der Wachstumsstufe, ist aber egal. Mir mäht es runter und hole das dann als Silo für Biogasanlage oder für unseren eigenen Betrieb. Wir brauchen nachher mehr Material. Es sollen ja auch mehr Kühe und Schweine werden. Jetzt mal schauen, Schafe, gibt es da Schafe? Also Hühner möchte ich dazu nehmen, gibt es glaube ich. Ach komm, da schauen wir mal kurz in der Schlagkartei. Ich sage immer Schlagkartei, ja. Im Multiplayer lachen sie mich immer aus, wenn ich sage Schlagkartei, aber ja, für mich ist es eigentlich, ja, Schlagkartei, weil halt da die Felder drauf sind. Okay, dann schauen wir mal. Schäfle, Schafis, ah, da haben wir Schafis. Ja, Schafe haben wir. Kickler haben wir auch. Genau. Und Steckdose, die haben wir da oben, ja, genau. Ja, ich würde sagen, wir machen alles drei, alle vier Sachen. Schafe, Hühner, Kühe, Schweine. Da oben, da sind ja auch nochmal Kühe. Ich weiß jetzt, insgesamt sind es, glaube ich, 80 Kühe. Ich glaube, der Stall oben macht 45 und der da unten macht, glaube ich, 15 oder so. Muss ich nochmal schauen. Auf alle Fälle, da oben, das wird Milchviehbetrieb. Und das da unten, das gibt Braun Swiss und glaube die Limousinen sind die andere. Mir wäre die Holstein, die wir jetzt haben, ich glaube das sind Holstein, wo wir jetzt haben, die werden wir dann umstallen und werden es dann hoch in einen anderen Stall bringen, wenn wir dann da die erste Braun Swiss kaufen. Okay, dann würde ich sagen, rückwärts rangieren. Ja, komm da, mal mit lang Faxe. Einmal schräg ansetzen, zack die Bohne und Abfahrt. Genau, zu meinem YouTube-Kanal. Ich werde mich jetzt ab jetzt auch intensiver auf Instagram konzentrieren. Also YouTube, klar, Videos wird es weiterhin so geben wie bisher. Und werde jetzt auch mehr Bilder posten, gerade von meinen Projekten auf Instagram. Und werde auch dort öfters... ja, so kurz, ja, kurz Videos, aber Bilder posten, was gerade zwischen den Videos in meine Projekte passiert. Also, wie gesagt, Instagram wird jetzt intensiver kommen bei mir. Also, die zwei Sachen möchte ich jetzt wirklich intensiv machen, YouTube und Instagram. Instagram könnt ihr mir unter den Kanalinfos, habe ich Instagram, mein Konto verknüpft. Da könnt ihr gern meinem Instagram-Kanal auffolgen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir dort auffolgt. Ja, ich habe, glaube ich, auch schon 280 Abonnenten. So irgendwas. Ja, das würde mich echt freuen. Dort kann ich jetzt schon live gehen. Mal schauen. Vielleicht werde ich jetzt dort auch öfters mal live gehen, wenn ich mit dem Mountainbike unterwegs bin oder so. Ja, müssen wir mal schauen, wie wir es machen. Wie gesagt, Facebook werde ich auch ganz vernachlässigen und ja, TikTok werde ich auch ein bisschen was machen. Aber wie gesagt, YouTube und Instagram, auf das werde ich mich jetzt am stärksten konzentrieren. Weil das macht mir echt Spaß. Ich habe jetzt gestern auch wieder einen Post gemacht vom Lohnunternehmen Dude, wo ich jetzt auch begleiten darf. Wie habe ich denn... In meinem Instagram-Post habe ich dann das Lohnunternehmen aktiviert oder halt, ja, wie nennt sich das, aktiviert halt, dass ihr seht, dass ich von ihnen was jetzt post. Die haben dann gleich wieder mein Ding postet und ich habe es dann nochmal in der Nachricht geschickt und jetzt wird es auch nochmal, glaube 40 Mal ist es angeschaut worden. Ja, das freut mich, dass
dass sie die, meine Videos auch nochmal postet haben. Ja, der hat, das Lohnunternehmer Du, der hat schon einige Abonnenten mehr wie ich. Und dadurch habe ich jetzt auch schon, glaube ich, 2 Abonnenten gewonnen. Na, das freut mich, dass das jetzt so klappt. Ich werde auch Bioenergie Stock, heißt der andere Betrieb, wo ich jetzt letztes Jahr das Maisfieber Teil 1 ist, vom Bioenergiebetrieb Stock. Da wird es auch mehr von mir geben. Ich möchte jetzt auch wieder intensiver Mountainbike fahren gehen. Ich habe jetzt ja 2 Wochen Urlaub, also ab dieser Woche habe ich jetzt Urlaub. Ich denke mal, ihr seht das Video Mitte dieser Woche. Ja, dann habe ich gerade mal 3 Tage Urlaub. Und da möchte ich jetzt auch intensiver wieder Mountainbike fahren gehen. Ich möchte jetzt auch wieder intensiver reale Videos oder halt ja reale Videos machen aus der realen Landwirtschaft. Genau, wenn von euch jemand Interesse hat an einer Partnerschaft oder so irgendwas oder gerade Landwirtschaftssimulator Map-Vorstellungen, bevor sie veröffentlicht werden, da bin ich gern dran interessiert. Das macht mir auch richtig Spaß. Meine Map kommt eigentlich ja für mich selber ziemlich gut an. Jetzt gerade die Landersum oder Röwitz und die ganze Karte, die haben ja natürlich bei mir eingeschlagen wie eine Bombe oder Rohstock, die ist ja richtig gut angekommen. Die hat der Lovitscher über 2000 Aufrufe, hat die, glaube ich. So irgendwas. Ja, die habe ich ziemlich schnell postet gehabt und die ging richtig gut. Also gleich schon nach einer Stunde, glaube ich, 20 oder 30 Aufrufe und dann ging es aber von Stunde zu Stunde, kamen dann immer mehr Leute dazu. Und ja, sowas freut mich, wenn ich sehe, wie die Leute meine Videos anschauen und Abonnentenzahl, klar, die steckt jetzt so krass und es ist halt mein Ziel, mit YouTube mein Hauptding zu verdienen. Ich habe einen Hauptjob, verdiene auch ziemlich gut mit einem Job. Aber das ist einfach so mein Hobby. Ja, der eine oder andere Euro nebenher mit YouTubes nachher zu verdienen. Wieso nicht? Ja, muss ja auch ein bisschen, die ganze Arbeit muss ja auch ein bisschen belohnt werden. Und ich kriege ja auch von euch immer wieder echt tolles Feedback. Das freut mich. Und ja, es macht mir riesen Spaß. Und ich werde auch nicht dran denken, aufzuhören, auch wenn jetzt gerade die Strompreise so explodieren. Nächstes Jahr wird es bei mir sowieso wahrscheinlich, weil ich das Dach machen lasse. Solar habe ich schon für Warmwasser und Heizung und Photovoltaik kommt dann dazu, sodass ich dann später meinen eigenen Strom produzieren kann und nichts mehr zukaufen kann. Das ist auch mein Ziel, jetzt gerade durch das, dass ich YouTube mache und ja, mein Rechner braucht halt auch ganz schön Strom. Der schluckt ganz schön was weg, obwohl ich mich hier beklagen kann. Ich glaube, der alte Rechner hat mehr Strom braucht. Den habe ich auch noch, werde ich euch verkaufen. Das ist der Hurricane, der hat ja noch die GTX 1070 drin. Und der aktuelle, der hat jetzt die 3070 RTX, ja. Die hat natürlich schon ordentlich Power. Jo, genug gewasselt. Ich würde sagen, wir machen da weiter. Jetzt kann man schauen, wie lange haben wir. Ja, auch schon wieder 21 Minuten. Ja, bis ich dann alles geschnitten habe, sind wir dann bei 20 Minuten rum, sowas. Ja, das passt. Denn im nächsten Video, ja, da geht es dann weiter. Da werdet ihr dann das erste erfahren, wie und was mit Biogasanlage und Co. Ach, da freue ich mich drauf. Darum schaue ich jetzt, dass ich da so schnell wie möglich fertig werde. Dass wir dann gleich nachher zu der Getreidemühle fahren können und da dann behandeln können. Okay, meine Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, like nicht vergessen, abonniert doch gerne meinen Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.